call sign. Jo Leute, es geht wieder los. Heute ein Ligaspiel gegen Paranense. Und es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das jetzt mal aufgenommen habe. Ich gucke mal eben die Aufstellung an. Und ich nehme das erstmal so, wie es ist. Obwohl Boschilia in keiner guten Form ist. Allerdings ist Ganso angeschlagen. Ich probiere das erstmal so. Dann jumpen wir mal direkt ins Spiel. Also wie gesagt, ein bisschen, dass ich jetzt mal gespielt habe. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu stark dadurch beeinflusst wird. Ausprobieren. Mario Sergio. Luis Ricardo hätte geklärt. Wäre da nicht noch ein Spieler? That's a clever pass. Na. Boah. Unnötig. Okay, das ist viel zu hoch. Kaum Gefahr. Ja, letztes Mal dieses brillante Freistoßtor von Seni, das hat mir super gefallen. Aber generell gefällt mir Seni gut, weil er ist einfach ein fantastischer Torwart, er kann Elfmeter und Freistöße, das ist einfach klasse. Luis Fabiano. Ja, wie gesagt, ist wieder ein bisschen her und mir fehlen gerade wieder so ein paar Strategien. Sollte jetzt 2 Wochen her sein, glaube ich. Osvaldo. wäre durch gewesen. Schade. He'll get it back again. It's a good ball. It could be it. Here's the chance. Und Szene wieder mit einer meisterlichen Parade. So gehört das sich. Jetzt die Abwehrgelegenheit. Gut. Was soll, der kommt da nicht mehr dran. Freistoß-Ecke für. Ah, meine Fresse! Einwurf! Ich bin gerade woanders. So. Für Paranense. Ja. Ja. Da wären wir durch gewesen, aber dann passiert natürlich schon wieder sowas. Groteskes. Es geht einfach in einen Angriff von Paranense in den anderen. Boah. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Glück gehabt. Luis Ricardo. Hä, was war das denn? Habe ich überhaupt nicht hingezielt. FIFA fängt wieder da an. Wo es aufgehört hat. That's a turnover in play. Nächsten. Wenn er überhaupt so heißt, vielleicht wird er ja wegen brasilianischer Liga irgendwie anders genannt oder so. Ich kenne ja seine Nationalität nicht. Nathan vielleicht. Rocha auf Nathan. Wo? Ah, ja. Oh mein Gott!
Und durch so eine Scheiße gibt es natürlich Elfmeter. So. Einfach lächerlich, meiner Meinung nach. Della Torre. Komm, Seni. Na, genau in die falsche Richtung. Ha. Das ist natürlich scheiße jetzt. Ja. 1-0 für Paranense. Kommt mal, Leute, wir brauchen hier ein bisschen mehr Offen. Yeah, okay. Kann man vergessen. What the fuck war das denn? Was ein Kombinationsspiel? Wie soll ich denn sowas abwehren? Was war das denn? Ja, ich konnte null was machen, Alter. Wie mich das schon wieder aufregt. Schon wieder. Ball abgenommen, direkt. In den Konter. Rennt doch mal. Kaka. Ja, ich verstehe gar nicht, was hier abgeht. Ich kann gar nichts machen. Es läuft genauso, wie ich mir das normalerweise vorstellen würde, wie es auf Weltklasse laufen würde bei mir. Ich verstehe nicht mal, wie ich das in den letzten Parts geschafft habe, dass ich da so gut gespielt habe. Luis Fabiano. Ja, da war natürlich viel zu kurz für Michel Bastos. Der war natürlich vorbeigespielt. Klar, wenn meine Spieler natürlich gar nicht da sind, die reagieren gar nicht darauf. Okay. Gut gehalten, aber ich glaube, der war auch abgefälscht. Das war auf jeden Fall gerade richtig beschissen. Muss man so sagen. Gut. Miranda. Osvaldo. Ja! Wie er ihn einfach den Ellbogen reinrammt. Diese. Einfach. Weiß ich nicht, ich kann nichts machen. Alles, was ich mache, ist falsch. Komm, jetzt zweite Halbzeit. Ja, klar. Luis Fabiano läuft da in einen Gegenspieler rein und ist natürlich unbeweglich. Kann sich da nicht mehr bewähren. Boschilia. Kommt schon jetzt zum Maicon. Nee. Das ist doch Kacke. Klar, da habe ich jetzt natürlich die Lücke aufgemacht, damit der Pass da reinkommen kann, aber 3-0 im Rückstand.
Ich hätte niemals aufhören sollen zu spielen. Ey! Das ist einfach nur lächerlich! Komm jetzt aber in den Angriff einfach nur. Scheiß drauf. Weißt du? Der Fehler ist aber einfach, die Pässe, wie ich die will, die kommen einfach so nicht. Ich will, dass er den Spitz spielt, der spielt ihn natürlich lang in den Lauf. Also so richtig extrem in den Lauf. Ja, er tanzt zwei Spiele aus. Weißt du, wenn ich das so sehe, das kommt mir so vor, als ob ich sonst irgendwie auf Halbprofi oder so gespielt hätte. Wie leicht das zum Teil war. Jetzt move doch mal in den Angriff, Mann. Ey, es läuft auch keine Sau nach vorne. So fair. Also ich finde das immer so genial, wenn einer von meinem Team und aus seinem Team gegeneinander laufen, dann erholt sich der aus dem Gegnerteam sofort danach und meiner, der ist dann ein bisschen benommen erstmal für ein paar Sekunden. Immer. Nie umgekehrt. Das ist doch lächerlich. Seriously, Alter. So macht das keinen Spaß. Ich frag mich, wie die das machen, dass die von da schon nach vorne laufen, ununterbrochen. 4-0 im Rückstand. Was zur verfickten Hölle, Alter. Es regt einfach nur noch auf. Warte. Ist jetzt total egal, ob der angeschlagen ist, aber Ganso muss rein. Das geht hier gar nichts mehr. Jetzt reißt er mal zusammen, Jungs. Wir können zwar nicht mehr gewinnen, wir müssen aber zumindest ein einziges Tor machen. Das wird ja wohl drin sein, Leute. Ich weiß ja, was hier los ist. Das ist einfach nur pure falsche Hoffnung machen. Gut. Ja, das war klar. Ich habe das Gefühl, Pässe in den Lauf spielen ist fatal und bringt überhaupt nichts. Nur dieses scheiß Rumgesteppe. Ja. Wie? Ich kann auch nicht hinrennen. Komm, Pereira. And a quick return pass. Ja, logisch. Das ist doch klar. Guck mal, schon wieder. Ich hab das Bein dran. Aber irgendwie verliert er einfach den Ball nicht. Well, he's played it into the wide area there, played it well. Aber die KI spielt ganz anders als sonst in diesem Karrieremodus. Vor allem, die haben auch noch rot, wie es aussieht. Ah, jetzt! Jetzt hat er die rote bekommen, deswegen. Aber trotzdem, normalerweise sind die viel zurückhaltender, die Abwehr steht viel weiter offen. Ich weiß nicht mal, warum das so war. Und jetzt spielt es halt wie richtig Weltklasse. Jetzt habe ich natürlich keine Chance, wie es ausschaut. Da können die nicht mal das lassen, damit ich wenigstens ein bisschen Zeit habe, um mich auf diesen Freistoß zu konzentrieren. Komm schon, Seni.
Ah, schade. Heute geht gar nichts, also zumindest in diesem Spiel geht null, gar nichts. Nee, das regt auf, wie ich dem Typen den Ball abnehme, er ihn behält und dann fällt mein Spieler natürlich hin. Komm schon jetzt. Ja, nein, nein, warum auch? Nein. Ey, ich will auf wenigstens nur ein einziges Tor schießen. Ein einziges. Das ist doch drin, Mensch. Oder auch nicht. Natürlich, Alter. Hä? Wie langsam ist der Luis Fabiano ganz plötzlich? Ich verstehe nicht, das ist alles komplett umgekrempelt. Pures Momentum einfach nur. Anders kann ich das nicht nennen. Er hat einfach mein Spieler umgerannt. Jetzt aber komm. Jawohl, wenigstens das eine Tor. Wenigstens das, Alter. Meine Fresse. Torlos, wenn ich überhaupt verliere, will ich nicht torlos verlieren. Aber das Spiel war einfach nur ridiculous. Das war einfach nur lächerlich. Ich weiß nicht, was los war. Das war alles komplett Schwachsinn. Das ist doch wieder Kacke. Vor allem einfach so. Ist die sonst immer so gut? Und dann kommt so eine Kacke. Natürlich jetzt wieder punktemäßig komplett abgerutscht auf Platz 4. Und nächstes Mal geht's gegen Flamengo. Vielleicht gucken, ob wir was in der Mannschaft wieder umstellen können. Boschilia geht ja gar nicht. Der ist ja nur eine... Keine Ahnung was. Eine Gurke. Ich hasse das voll, dass... Weiß nicht, Kaká ist auf der rechten Seite irgendwie cool. Generell, ich mag es nicht mit RM und LM. Aber es bleibt mir wahrscheinlich jetzt nichts anderes übrig. Weil der Milzan braucht natürlich noch ein bisschen sehr viel. Ja, ich probiere es nochmal mit Evandro auf der Seite. Gut, dann. Obwohl. Antony Carlos ist natürlich auch in der Bad Mood, genau wie Pereira. Was zur Hölle? Mann. So, probieren wir es jetzt mal so. Gut, also dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.